Live. Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Pentaworld mit dem Quantum Blaze und mir, dem Topra. Hallo. Ja, da ich ja ein Esel bin, du hat bist der eine mal geschrieben. Ja, weil ich mich immer selber zuerst nenne. Der Hermann Kranzen hat dann geschrieben, der Esel nennt sich selber immer zuerst. Und ich so, ich bin ein Esel. Ja, witzig. Ja. So, hier noch Kohle rein. Gut, das Dach von dem Haus lasse ich jetzt einfach mal weg, weil darauf habe ich jetzt keinen Bock. Das können wir später irgendwann mal machen. Denn, die Druckplatten haben mich verwirrt. Die Druckplatten haben mich verwirrt. Ja, ich konnte nicht aus der Tür richtig. So, ich fahre mal eben das ganze Zuckerrohr hier ab. Und muss man hier ganz schnell nach oben. So, und pflanze das ganze dann auch wieder direkt neu an. Ne, so nicht. So. Und dann wollte ich irgendwie, wollte ich überhaupt? Ich wollte irgendwie Steine abbauen, glaube ich. Weil ich habe mir ja eine neue Spitzhacke gemacht, weil die hier fast kaputt ist. Ich baue einfach mal so ein paar Steine ab, damit die Spitzhacke kaputt geht. So, du greifst mich nicht an, Spinne, danke. So, okay. Dann können wir schon mal schön einen weiteren Ofen machen, damit wir die Wand mal so langsam voll kriegen hier, damit es auch symmetrisch aussieht. So. Zack. Und eigentlich, damit es wenigstens ein bisschen symmetrisch ist, stelle ich die zwei einfach mal auf die andere Seite, dann sieht es ein bisschen halbwegs okay aus. So, und dann würde ich sagen, mit dem Haus reicht. Nein. Okay, mit dem Haus reicht's erstmal so ein bisschen. Und jetzt machen wir erstmal hier die Leiter ab, weil die hängt hier schon seit Ewigkeiten. So. Und dann töten wir die Spinne. Alles so nebensächliche Sachen. Ich komme gar nicht dazu, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar wollte ich ja, das hatte ich ja schon länger geplant, hier mal so ein bisschen Zaun machen und das quasi als Terrasse nehmen, hier diese grüne Fläche mit Anbindung ans Meer. Und damit das Ganze hier noch so ein bisschen wohnlicher wirkt. Und naja gut, den Cobblestone hier, wo das Hühnchen drunter ist, lass mal einfach mal. So, bitte mal das da. Okay. Ich habe nicht genug Holz. Ich brauche mehr Holz. Dann farmen wir jetzt mal genug Holz, damit wir die Zäune machen können. Und dann würde ich mich danach schon mal dran machen, eventuell die paar Kühe hier einzusammeln, die in der Gegend rumlaufen, und eine Kuhfarm zu machen, damit wir früher oder später auch mal auf unseren Enchanter kommen. Mit vollen Bücherregalen. Oh, schon scheiß Wasser, ey. So. Vielleicht auch noch ein bisschen weiter reinlaufen sollen, aber nein. Egal. Läuft es noch irgendwo rein? Ah, hier. Ja. Tschüss. Ach Mist, jetzt ist die Dingens kaputt. Naja, gut, das Holz sollte aber auch reichen. Gut, okay, das Haus sieht irgendwie schon ein bisschen komisch aus ohne Dach, aber scheiß drauf. Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Oh Gott. Sorry, der musste sein. So. Ah. Ja, wie hoch bin ich denn jetzt eigentlich schon? So hoch wahrscheinlich. Naja. So, dann machen wir erstmal wieder ein paar Zäunchen. So. Gut. Ein halber Stack. Mal gucken, ob das reicht. Und dann würde ich nämlich sagen, machen wir hier einfach diese wunderhübsche Abgrenzung, die keinen Sinn macht, wenn hier die Erde ist. Deswegen baue ich die mal kurz ab, sonst können ja die Monster einfach hier reinspringen, beziehungsweise drüber laufen. So, und dann grenzen wir das hier mal bis zu dem Meer ab und dann haben wir hier unsere
unseren hübschen Hof. Ist ja nicht wirklich eine Terrasse. Jo, genau, das Ganze ausleuchten sollte ich vielleicht auch mal, damit hier nicht immer was spawnt. So, pack mal da was hin und da. So. Und hier an das Ende und an das andere Ende auch. Und dann crafte ich mir einfach noch ein paar mehr Fackeln. Süß. Ach ja, und hier oben sind auch noch keine Fackeln verteilt. Stimmt. So, hier, da war die Kohle drin. So, wir müssen natürlich die Ordnung beibehalten. So. Ich mal was snacken. Wie sie es gehört. Oh Gott, ey, das Stein geht so schnell weg. Das ist abartig. Das Stein. Das Stein, ja. So. Deutsch nix gut, Deutsch. Ja, Deutsch schwierige Sprache. Ja, klar. Deutsche Sprache schwere Sprache. Mhm. So sieht's aus, meine Freunde. So. Und. Eigentlich hier mal nach unten buddeln. Kann man nicht, warte, das ich glaube, das konnte man doch irgendwie in Tropicraft. Man konnte doch. Jo, jetzt konnte man. Warte, wie. Weil ich bin im. Genau, ich bin in dem Modus. Mystik. Ach komm, scheiß drauf. Das mache ich jetzt mal. Weil das passt ja zu einfach zu gut. So, ich hatte doch das. Das Bambus. Irgendwo hatte ich doch Bambus. Sag mir nicht, ich hab das. Hä? Ich hatte doch irgendwo Bambus. Wo hab ich das? Hast du zufällig Bambus im Inventar? Nö, du, aber ich bin gerade von Sand erschlagen worden. Also nicht erschlagen, aber. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz mir ein bisschen Bambus suchen. Aber ich hatte doch mal was abgebaut. Wo ist denn das hingekommen? Nee, ich hab keinen Bambus. Hm. Komisch. Eigenartig. Oben hin. Jawohl, getroffen, ey. Nice. So. Ich baue das mal ab. Ich sehe weit und breit keinen Bambus. Okay, dann scheiße ich halt auf die Tiki-Fackeln da. Naja. So. Wieder Wasser in der Höhle. Wasser haben wir. So, wo kommt denn das raus? So, ich guck mal bei dir vorbei. Wenn ich das darf. Nö, du? Oha. Oha. Was denn? Das sieht interessant aus. Danke. Ja, muss alles noch voller Stein werden. Sonst funktioniert das nicht so ganz, was ich vorhab. Okay. Ich lass dich einfach mal weitermachen. Jo, mach das. Ich brauche noch eine Menge Holz. Und Alter, dieses Kackwasser da oben. So, dann stellen wir einfach ein paar Fackeln einfach so random hier mit rein, damit hier keine Leute spawnen, keine Bösen. So, und wir planten auch im Haus. Ein paar Fackeln. Und, ach, das ist kacke, wenn die Räume immer so groß sind, dann muss man hier ein bisschen auf den Boden stellen, aber ich hoffe mal, dass das Licht einfach bis in die Mitte reicht, dass hier keine Monster spawnen. Ich könnte ja hier innen drinnen nochmal einfach hier welche drunter stellen. So, das Licht sollte eigentlich davon reichen. Eigentlich so. Passen, oder? So, stelle ich einfach hier nochmal Fackeln hin. Egal, Symmetrie, so. Aber das könnte ich hier machen. So. Gut, und dann... So. Haben wir hier unser schönes Heim. Da passt noch nicht. So, und jetzt mache ich mich mal an die Kuhfarm. So, wo läufst du rein? Da läufst du. So, ich pflanze noch mehr Quatsch. Ich baue noch mal die fertigen Teile hier ab. So, so, so. Mensch, ist schon wieder ganz schön viel gewachsen in der Zeit. Planten wir gleich wieder hier alles hin. So, bam, bam, bam. Ein bisschen zu tief reingebuddelt, ne? Oh. Er hat zu tief geschürft. Ja. So, ich glaube, genau, das habe ich immer noch. Dann erweitern wir das Ganze hier einfach mal in die Richtung. Das muss weg. Jo, die Musik geht ab. Tatsache, es kommt kein Wasser mehr runter, oder? Die ist schon nice so. Jetzt so. Mach mal hier ein naturgetreues Weizenfeld hin.
Einfach so die Erde nehmen, die da ist, und platt machen fürs Feld. So, oh, guck mal an, da hinten ist ja auch Zuckerrohr. Naja, egal, das kann ja da stehen bleiben. So. Ja, sieht eigentlich ganz schön aus. Und jetzt suche ich mal nach einer geeigneten Stelle für ein Kuhgehege. Da hinten ist Bambus. Na okay, da bin ich jetzt zu faul hinzulaufen. Ha, wo kommt die Weide hin? Vielleicht mehr so hier hin. Ja, ist doof, hier ist alles, entweder sind hier Hügel oder hier ist Wasser. Ich glaube, ja doch, ich glaube am effektivsten ist es, wenn ich einfach... Oh, das kann man... Oh, leck mich. Hier können wir doch nicht. Also am effektivsten... ich kann wieder nicht sprechen. Am effektivsten ist es, glaube ich, wenn wir einfach hier die ganzen Erdlöcher zubauen. Oberflächlich. Und dann... So, weil dann kann ja das auch wieder weg. Ja, ich habe ja keine Axt mehr. Fuck. Müssen wir es mit der Hand abbauen. So. Kackwasser. Oh, das war schlau. So. Und einfach das Gehege hier hinters Haus bauen. So, dafür brauche ich aber noch mehr Erde. Die kann ich direkt hier begradigen und da wieder reinsetzen. Das ist eigentlich perfekt. So. Oh, Hexe. Schöne Spinnen. Ach, da ist er. Hallo, hallo. Tschüss. So. Gut. Das müsste doch jetzt auch noch fertig sein. Ja, dann können wir hier wieder einen neuen Kaltstone reinmachen. Nice, nice. So. Jetzt kommen ja schon wieder die Zombies an. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man nicht hier einmal in Ruhe bauen? Ja. Siehst du doch, dass das nicht geht. So, so. Nicht so gut. Ach, jetzt habe ich das wieder abgebaut hier. Schlimme Sache. So, dann begradigen wir das hier alles. Und... Genau, ja. Dann denke ich mal, machen wir... das Feld... Quatsch, nicht das Feld. Das Gehege. Hier so hin, dass es hier abschließt. Mit diesen Zäunen. Und dann hier auf die Fläche. So... Ich brauche auch bald wieder ein neues Schwert. Okay. Aber ich habe ja genug Eisen. So. Genug Pfeile habe ich auch, sehe ich gerade. Ja, und die Experience buggt irgendwie ein bisschen. Na, egal. So. Dann brauchen wir... Nice. ...noch mehr Zäune dann, aber ich mache erstmal das, was ich machen kann. So. Ach. Jetzt geht's richtig schön nach unten, ey. So. So, wir können aber mal hier noch einen neuen Cobblestone reinballern. Dann kriege ich das, danke. Wir können hier weiter buddeln. So, okay, und dann bauen wir das Ganze hier so hin. Und ich baue auch gleich nochmal ein Zauntor irgendwo rein. Das heißt... Hier, Crafting-Gedöns. So, wir machen mal ganz viel davon. Das war ein Fehler. So, und dann bauen wir hier einmal ein oder zwei Türchen. Ich hab viel Sand, Alter. Na normal. So, und ganz viel Zäunchens. Genau. Aber davon braucht man wahrscheinlich doch noch mehr. Das verschlingt ganz schön viel Holz, die ganzen Zäune. Ich bin das jetzt rein, ey. So, komisch. Hoffen wir, das reicht. So, dann machen wir einfach ein bisschen so. Und dann hier den Eingang und dann so. Hier. Ja, du Schlawiner, du. So, und eigentlich muss das ganze Gehege ja gar nicht so groß werden. Das heißt, ich mache es einfach bis hier hin und das reicht dann auch. So, Bams. Und hier kommen dann die Kühe rein und das heißt, ich werde mich jetzt auf Kuhsuche begeben und ich weiß, dass in der Richtung noch Kühe waren. Das heißt, die werde ich dann jetzt mal so langsam dahin locken.
Aber ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch fast zu Ende. Jetzt auch demnächst gesagt, keine Angst. Jo. So. Gut, das läuft ab. So, genau, ich kann mal das ganze Zeug nochmal in die Kisten tun. So, das brauche ich nicht. Das kann ich dann später nochmal verwenden. Ach, hier hätten wir noch ganz viel Erde gehabt. Ich kann dir auch Erde geben. Ja, nee, ist ja jetzt nicht so wichtig. Okay. Ja, gut, Freunde, das war's dann aber mit der Folge für heute. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schaut beim Quantum Place vorbei. Na? Und, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich lege mich jetzt pennen. Oh jo, das kann ich auch noch machen. Macht's gut, Leute. Ciao, Leute.